Hi, ich bin Van Bo, ich bin der Erfinder der Hartz-IV-Möbel und ich möchte ein Buch machen. In diesem Buch sind alle meine Entwürfe mit drin. Ganz interessant sind auch die Geschichten von den Leuten, die die Möbel selbst gebaut haben. Wie hat dieses Bauen deren Leben verändert? Dieses Buch ist nichts für Profis, sondern für Anfänger, für Laien, für Leute, die vorher noch nie was gebaut haben. Um das Buch zu drucken, brauche ich ungefähr 5000 Euro und mehr für die Druckerei. Und wenn ihr das Projekt supportet, bekommt ihr natürlich dieses Buch. Und es gibt aber ganz viele unterschiedliche Dankeschön-Pakete, die ihr euch aussuchen könnt. Zum Beispiel auch eine Special Edition für euch oder für eure Buchhandlung. Ich glaube an Transparenz, ich glaube an die Crowd, ich glaube an Demokratie und ich glaube an die Kraft der Japansäge. Ich glaube an Geben und Nehmen. Das heißt, wenn ihr dieses Projekt unterstützt, dann will ich euch das geben, was ich kann. Ich komme in eure Schule, in eure Uni oder in eure Buchhandlung, mache eine Lesung, baue mit euch zusammen, mache einen Workshop. Das Bauen hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Natürlich nicht. Aber ich glaube ganz fest daran, dass ein anderes Konsumverhalten doch die Welt vielleicht ein bisschen besser macht. Please hang up and try again. Ich unterstütze das Projekt, weil das Buch nochmal eine andere Form gibt als jetzt eine Website. Weil ich Möbel sehr gerne mag. Für mich ist ja die Schwelle, so weil was Handwerkliches anzugehen, ganz schön hoch und dafür finde ich das Buch klasse. Weil es etwas zu Papier bringt und auf einen Punkt bringt, was eigentlich schon längere Zeit in mir drin ist. Und ich kann es weitergeben, ich kann es mitnehmen, ich kann es zeigen. Von Usern für User. Bei mir war so der ausschlaggebende Gedanke, dass ich einfach Bock hatte, meinen Stuhl selber zu bauen. Und ich unterstütze das Projekt, damit Mama mir nicht immer nur Socken strickt, sondern auch mal einen richtig coolen Stuhl baut. Macht mit bei diesem Buch. Reicht Fotos ein, Texte, wenn ihr selber mal ein Do-it-yourself-Möbel entworfen habt, eine Lampe, einen Tisch, einen Stuhl oder so weiter, reicht es ein. Ich will das Buch gar nicht alleine machen, ich will das mit euch gemeinsam machen. Werdet Teil davon, von einer ganz großen Idee. Konstruieren statt konsumieren. Build more, buy less. I've got a word or two to say about